Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, heute in der Folge haben wir ein fettes Stahlschwein und ein flinkes Wiesel. Den Anfang macht Angel of War im Typ 5 schwer auf der Karte Berlin. Ja, mit einer wunderschönen Lackierung. Yay, die so vollkommen friedlich ist. Oh Gott, was fährt denn da für eine Lackierung? Erinnert mich so ein bisschen an Gravedigger da hinten, die Lackierung. Ja, Type 5, Heavy, wir haben ja ein reines Zählergefecht, eine Arti, drei Scouts, 60 TP, E100, zweimal Kranwagen, Rina Chironte, es gibt auch angenehmere Gegner. Naja gut, wir gucken mal, was hier der Angel of War so veranstaltet. Dauert natürlich alles ein bisschen, bis man an der Front ist mit dem Type 5. Ist das natürlich purer Stahl auf Ketten mit einem ganz kleinen Motor. Auch von der Bauweise eigentlich komplett übertrieben. Dieses massive, einfach nur Stahl, kantig, eckig, schwer, Panzerung. Ja, in Fahrt, genau, in der Fahrt brauchst du nicht schießen. Ja, ich würde sagen, es war ein fairer Tausch. Das war richtig fair. 305 zu 836, das war wirklich fair, der Tausch. Und er hat noch nicht genug da oben. Er kriegt Panik. Ja, E100 da vom Gegner auch komplett eigentlich die AP jetzt weggeschmissen. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Aber ihr habt es gerade gesehen. Der Kollege komplett Panik bekommen. Jetzt entscheid dich. Weil der VZ da ist im Weg. Ach. Dann dreht doch wenigstens die Wanne ein bisschen ein. Gut. War nur ein paar AP. Ui. Ja, 60 TP, das war eigentlich jetzt auch komplett unnötig. Na gut, wir gucken erstmal weiter, was hier noch so passiert. Also war ein paar blöde Moves dabei. Sowohl vom Gegner als auch gut von Angel of War. Hätte vielleicht versucht, irgendwie die Wanne einzudrehen. Ah, und dennoch das Emerald gezogen. Na, so schnell geht's von fast 3000 HP runter auf 581. Gut, Emil hat ja auch keine HP mehr, war ja auch nicht gut gewählt. Die Anfahrt. Auf den Scout würde ich vielleicht nicht schießen, weil den zu treffen mit dem Panzer. Klar, ist möglich, aber. Okay, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Also auch mit dem paar HP kann man sich noch ordentlich wehren. Wir sehen es ja gerade. Ja, ob man jetzt die Kugel verballern muss für den Scout. Ich glaube, Nachladezeit liegt irgendwo bei 20 Sekunden. Wanne eindrehen! Wanne eindrehen! Dreh doch die Wanne ein! Okay. Ich muss jetzt immer kurz anhalten. Also der Schuss von Arti, der war schon genial. Es war jetzt bloß RNG riskant. Der Arti hat im Endeffekt von den Gegnern das Emerald gezogen. Der Turm wurde weggesprengt und der gesprengte Turm hat quasi jetzt nochmal den Kranwagen mit rausgenommen. Er hätte auch fast Angel of War mit rausgenommen.
Also das war jetzt gerade ein echt eleganter Schuss. Gegner rausgenommen und der Gegner hat mit dem fliegenden Turm nochmal einen Kollegen mit rausgenommen. Nummer 3. Ja, leben nur noch zwei Gegner. Komm, vielleicht noch mal ein. Irgendwie noch mal ärgern. Ja, gut. Brauchen nicht mehr viel AP. Ja, ist halt der Nachteil beim bei den japanischen Panzern. Gerade bei den Navy-Panzern. Ihr müsst euch für irgendeine Richtung entscheiden, weil die Dinger sind so langsam und so behäbig. Ihr habt da irgendwie keine Chance, nochmal irgendwie die Flanke zu wechseln. Ja, vielleicht nochmal eine Stellungsänderung ist möglich, aber halt Flankenwechsel ist mit den Dingern nicht möglich. Deswegen, wenn ihr auf eine Richtung seid, einfach weiterfahren und hoffen, dass es für euch gut läuft. Ja, hier haben wir jetzt 4 Kills, 5000 Schaden, 1 wird unterstützt und knapp 1000 HP geblockt. Ja, zweite Runde, wie versprochen, ein flinkes Wiesel, und zwar den Char Futur, gespielt von Badum. M-Zug mit Pernod erlegt und Peng Bum Bum. Oh Gott. Ja, man merkt, was für ein chaotischer Clan wir sind, allein an die Namen. Passt aber irgendwie alles zusammen. Was haben wir hier? Wir haben ja ein 9er 8er Gefecht, keine Arti, das könnte angenehm werden. T29 unter Turtle, ohne Torte, das könnte wieder unangenehm werden. Ansonsten von den Heavys, T10, ja, nee, ist jetzt nicht so der Gegner. Was geht eigentlich? Bis auf T95 und die Torte. Ja, Waffenträger, wenn man die Waffenträger nicht sieht, tut er weh. Wenn er natürlich offen ist, ist es ein gönnerhaftes Ziel. Scout ist ein EDC und bei uns auch ein EDC. Na gut, wir gucken mal, was so passiert. T49 haben wir noch als Scout. Genau, gleich noch einen mitgeben. Schön, erster Gegner ist raus. Jetzt halt wieder die große Frage, Scharfotor, Autoloader mit einem vollen Magazin. Also sprich, man muss immer ein volles Magazin nachladen, damit man schießen kann. Ist halt immer die Frage, nachladen, nicht nachladen, nach vorne schieben, nicht nach vorne schieben. Wir sehen auch, geht sofort in Reload. Nach 3 Schuss. Ja, ist nicht viel los hier oben. Oh. Vielleicht sollte man auch mal vorfahren jetzt. Zumindest hier drüben jetzt Richtung Abfahrt. Ja genau, voran. Einfach mal die Gegner aufmachen. Muss natürlich so aufpassen da drüben auf die Heavys. Wobei, wenn die Heavys oben sind, haben wir da auf unserer Seite noch genug Heavys. Vielleicht einfach mal gucken, was da so ist. Genau.
Wäre auch schön, wenn einer mal der Heavies hier die aufmacht, machen würde. Komm, Feuer frei. Gott. Ja, der Respekt ist da, der Respekt vor den KV, vor den T10. Wobei, die hängen ganz schön tief, die Beine. Von wo kam das jetzt? Von da hinten. Irgendwo von hier hinten muss das kommen. Oh, kam die Kugel an. Was macht denn der ELC hier oben? Ich würde mal behaupten, der ELC hier oben ist so ein bisschen fehl am Platz. Der sollte eigentlich mit hier in diesem Bereich oben geiern. Ja, der Gegner scharf vor Tor. Ich denke mal hinten. Vertritt noch ein TD stehen. Ne, Scorp G ist hier, Tort ist hier. Ich denke mal, T95 wird auch mit hier drüben sein auf der 1-2. Scharf vor Tor wird irgendwo hier hinten sein. In den. Ich denke mal hinten bei den Gleisen wird er rumdümpeln. Oh Gott, Schweinepest. Da ist er. Vielleicht jetzt mal ein Reload geht und dann mal gucken, ob man den da unten irgendwie ärgern kann, den Gegner scharf vor Tor. Weil der ist so momentan das Hauptproblem. Die Gegner Heavies da hinten sind eigentlich kein Problem. Ja, alles ein bisschen statisch. Aha. Klar, die 1-2 Linie wird auch nicht nach vorne fahren bei einer Turtle T95 und Scorp G im Rückraum. Wollte ich auch nicht machen wollen, weil es tut richtig weh. Es gibt richtig Kopfschmerzen. Heavy Line ist hier auch besetzt und ja, Hügel ist hier oben, ist ja auch einigermaßen gut besetzt. Also Hauptproblem ist halt immer noch der Scharfotor, der da hinten rumdippelt an den Gleisen. So, jetzt aber komm, jetzt hier vielleicht mal ran. Da ist er nämlich. Jetzt hat man eigentlich die Chance, jetzt ran den 29er rausnehmen, den ISM rausnehmen oder man sprengt sich selber. Na, Scharfotor, jetzt hast du wohl Angst um dein Ergebnis. Also das war jetzt komplett dämlich. So die typische Reaktion, die man das öfter erlebt, wenn man halt irgendwo rumsteht. Sieht man irgendwo seine Fälle davon schwimmen, sein Ergebnis davon schwimmen. Und hier kommt halt so ein Move, so ein absolut dämlicher Move, um noch überhaupt irgendwie Punkte mitzunehmen. Also das Spiel war bis dato noch nicht verloren. Aber ja,
Ich weiß jetzt nicht, warum der Gegner Scharfotor diesen Move gemacht hat. Wir hatten hier einen Skoda oben stehen, wir hatten unsere Scharfotor oben stehen. Das hätte nicht sein müssen. Na, Penor, mach bloß vorsichtig. Jetzt bloß nicht auf den letzten Meter irgendwo einen Panzer wegschmeißen. Das wäre sehr ärgerlich. So. Was haben wir denn? Wir haben knapp 4000 Schaden, knapp 2-3 unterstützt. Einmal 4 Kills, aber 2 Kills und nochmal 2 Kills. Und wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Ja, erste Runde. Angel of War im Type 5 Heavy. War ein Ace-Tanker, Hand Gottes, Schläger, Duellant, Kämpfer, Gratis-Medaille, knapp 150.000 Credits bei 2.800 EP und 7x Klopapier. 5.000 Schaden, 4 Kills, ansonsten 10 Schuss, 10 getroffen, 9 Durchgang und noch ein Plus von knapp 60.000. Ja, Runde 2 bei Doom im Scharfotor, war eine erste Klasse. Die erste Klasse, Speer, glaube Pyromane, Gratis-Medaille, 163.000 Credits bei fast 5.000 EP. Genau genommen 4.780 EP. Vom Schaden auf der 2, da war Penor nur besser. Peng Bum Bum im E75 auf Platz 3. Ja, von der EP auch auf Platz 2. Und der Gesamtbezug auf 1, 2, 3. Ansonsten 10 Schuss, 10 rausgehauen. 10 Schuss rausgehauen, 10 Schuss getroffen, 9 durchgegangen und ein Plus von 122.000. Ja, soviel zu den beiden Runden. Einmal mit dem fetten Panzer auf Berlin. Ist halt so, also Type 5 Heavy ist halt so ein Panzer für eine Richtung entscheiden, dorthin fahren. Mit den Scharfer Tour, er ist mobil, da kann man überall hinfahren. Habt ihr ja gesehen, Flankenwechsel ist möglich, halt mit den Heavy ist es nicht möglich. Ist zwar theoretisch auch möglich, wenn man genug Zeit hat und die Lust dazu hat. Ja, gut, soviel zu den beiden Runden. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.